Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Wie ihr wisst, empfehle ich hier im Markenrebell-Podcast nur Dinge, von denen ich tatsächlich zutiefst überzeugt bin. Und heute möchte ich euch einen Partner vorstellen, mit dem wir selbst eng zusammenarbeiten. Ich begegne in meiner Arbeit als Strategieexperte für digitale Markenführung immer wieder Unternehmen, die begeistert neue Technologien betrachten, sich jedoch praktisch mit den vielen technischen Anforderungen heutzutage überfordert fühlen. Boot AI ist der Ansprechpartner rund um das Thema künstliche Intelligenz. Dank langjähriger Expertise analysieren die Jungs und Mädels dein Unternehmen umfassend und öffnen dir den Weg zu verborgenen Potenzialen. Durch intelligente Datenanalyse, innovativen Produkten, Dienstleistungen, Prozessautomatisierung und vielem mehr erreicht dein Unternehmen Gewinnoptimierung, einen höheren Skalierungsgrad und mehr Effizienz. Boot AI bietet nicht nur Beratung für künstliche Intelligenz, sondern kann mit einer Taskforce auch KI-Anwendung anschließend mit dir pilotieren und implementieren. Alle Infos zu diesem Thema findet ihr im Netz unter boot.ai und natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge. Oder schreibt mir einfach eine Nachricht und ich mache euch eine Intro. Und jetzt geht's weiter hier. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Heute geht es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation, welches natürlich auch im Business eine entscheidende Rolle spielt. Sei es bei der Mitarbeiterführung, bei Verhandlungen und eigentlich immer dann, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Wie kommen wir hier in unsere Kraft, stellt sich hier die Frage. Welche Rolle spielt dabei unser Körper, unsere Emotionen? Und wie wichtig ist neben rationaler eigentlich emotionale Intelligenz? Genau darüber möchte ich mit meinem heutigen Interviewgast sprechen. Er ist Trainer, Speaker und Gründer seiner eigenen Akademie und gilt als eine der Entdeckungen der Trainer- und Beraterszene. Er hat 30 Jahre Kampfsporterfahrung. Von seinen Trainingskonzepten konnten bereits über 15.000 Menschen profitieren und somit ihre persönliche Erfolgsgeschichte fortschreiben. Viele große Unternehmen vertrauen auf sein Know-how aus über 17 Jahren Erfahrung als Trainer, Lehrtrainer und Coach. Ihr dürft euch auf ein spannendes Gespräch freuen mit meinem heutigen Interviewgast Dennis Scharnweber. Viel Spaß dabei! Dennis, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bist du ready und wollen wir loslegen? Ja, ich bin ready. Wir können gerne loslegen. Auf jeden Fall. Ich habe dir ja gerade in unserem Vorgespräch schon gesagt, ich habe total auf diesen Termin hingefiebert, weil ich so total viele Videos bei YouTube mir angeschaut habe von dir und ich die ein oder andere Verbindung auch zu dir habe. Das klären wir aber später im Gespräch. Ich glaube, dass es ein sehr wertvolles Gespräch werden wird. Zum einen, um dich als Person auch so ein bisschen näher kennenzulernen und zum anderen, um natürlich zu erfahren, was dich als Trainer und Coach einfach auch so auszeichnet und besonders macht. Vielleicht kannst du dich ja selber noch mal kurz vorstellen. Wer ist Dennis Scharnweber als Privatperson und was genau du beruflich machst? Ja, also ich bin 47 Jahre alt, lebe in Berlin und in Salzburg, arbeite jetzt seit 17 Jahren als Trainer und Coach, sehe mich mal ein bisschen mehr als Lehrtrainer, weil mittlerweile viele Leute zu mir kommen und sich in der Tiefe ausbilden lassen und habe mich spezialisiert auf Empfindung, Gefühle und die Qualitäten des Herzens. Stark, Qualitäten des Herzens, da gehen wir nachher auf jeden Fall tiefer rein. vor allen Dingen, was das Ganze natürlich auch nicht nur privat, sondern vor allen Dingen auch im Business für eine Rolle spielt. Ja. Vielleicht vorneweg, gibt es irgendwie so einen Glaubenssatz von dir, der dich irgendwie schon seit längerem begleitet so in deinem Leben? Es gibt viele Glaubenssätze. Also was mir unheimlich hilft,
egal was ist, dass ich das immer so annehme, was passiert. Ne? Ich sage immer, es ist, wie es ist. Mhm. Und dadurch, dass ich mir immer sage, es ist, wie es ist, komme ich so auf den Nullpunkt und kann mich so entspannen und komme so einen Grundtonus rein und kann von da aus immer neu agieren. Das ist sehr spannend, vor allen Dingen. Also ich persönlich glaube jetzt nicht so an Zufälle oder sowas, sondern irgendwie, dass es all das, was uns begegnet, einfach auch eine Bedeutung hat. Ja? Und das spiegelt das wirklich sehr gut wider. Ja. Gab es so in deinem Leben vielleicht so Stationen in deinem Leben, die für dich besonders schwer waren? Oder vielleicht so die erste, die dir so einfällt, wo du ja auch vom Leben so ein bisschen herausgefordert wurdest? Ja, das gab's auf jeden Fall. Also ungefähr mit Ende 20 gab es eine Zeit, wo ich fast alles verloren hatte. Mhm. Habe damals noch in ganz anderen Bereichen gearbeitet, war noch als Makler unterwegs und habe noch Häuser gebaut, saniert und verkauft. Und ja, da gab es eine Zeit, die einfach nicht gut war. Ne? Also ich hätte da fast alles verloren. Mhm. Aber im Nachhinein habe ich alles gewonnen. Ne? Also ich sag mal, wenn das nicht passiert wäre damals, dann hätte ich mich nicht daran erinnert, was ich eigentlich wirklich immer werden wollte. Mhm. Und das war wirklich, ich wollte immer Trainer und Coach werden. Ne? Also schon mit 16. Ne? Also damals wusste ich gar nicht, dass es diesen Begriff gibt. Mhm. Weil, ich habe als Karate-Lehrer gearbeitet und also nebenbei, ne, als Hobby. Mhm. Und habe Kinder trainiert und war selber in der Leistungsklasse unterwegs. Und das hatte mich immer so fasziniert, anderen in die Kraft zu bringen. Und da habe ich gesagt, das muss ich mal irgendwie später machen, anderen Menschen helfen. Und so sollte es eigentlich dann schneller kommen, ist aber nicht passiert. Also dann mit 18, 19 bin ich dann einen anderen Weg eingeschlagen, habe sehr, sehr lange im Vertrieb gearbeitet. Aber dann, später dann, wo ich gesagt habe, okay, was machst du jetzt? Gehst du den Weg weiter oder machst du das, was du vom Herzen immer wolltest? Mhm. Und das habe ich dann auch so gemacht. Dann habe ich das alles gelassen und habe dann wirklich damals mein letztes Geld genommen und habe mich ausbilden lassen, sehr viele Jahre. Mhm. Das ist übrigens ein Punkt, der uns beide so verbindet. Auch mein Thema war jahrelang einfach im Kampfsport unterwegs zu sein. Welchen Gürtel hattest du damals? Den ersten Dan, einen Schwarzgurt. Stark. Also ich habe Karate Leistungssport gemacht, bin dann aber zum Kung-Fu gegangen, habe dann auch neues Klima gemacht und WT und ja, so eigentlich alles, was so in diesem Bereich, was es so gibt, hat mich interessiert. Und was ich sehr interessant finde, weil das auch so Teil deiner Trainings sind, ist einfach so dieses Spannungsverhältnis Kampfsport. Ja, also es fühlt man vielleicht, auch wenn man den Begriff einfach mal ausspricht. Und dann sagst du die Qualität deines Herzens. Wie bauen sich für dich Brücken zwischen diesen beiden Themen? Wie sind die miteinander verbunden? Nee, also erstmal ist es so, gerade wenn ich mit vielen Unternehmen arbeite, ne, also wenn es um Führungskräftetraining geht oder wenn Leute zu mir kommen und es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Das, was wirklich immer entscheidend ist für Veränderungen, ist das Gefühl. Mhm. Also eine Technik wird dir nicht helfen. Mhm. Und bestimmte Modelle werden dir auch nicht helfen. Also wenn du klein bist, sag ich mal, bis zum zweiten Lebensjahr und dann, wenn du noch weiter älter wirst, dann hast du natürlich das Modell Eltern. Da adaptierst du viel. Aber nachher im Alter, und sag mal, im Alter, wenn du dann auf Fortbildung gehst und wenn du gerne besser werden möchtest in dem Bereich, wo du bist, und du kriegst so bestimmte Modelle und Techniken übergestülpt, dann bist du nicht mehr richtig frei. Ja. Also wie soll ich dir das sagen? Es ist so, ich sage immer, du wirst in eine Form gepresst, so in eine Flasche gepresst, ne? Und dann kommt so eine Etikette drauf. Und ich sage immer, Etiketten, na, für wen sind Etiketten da? Für Flaschen, ne? Und nicht für uns Menschen, ne? Also das ist halt das echt das Problem, dass so viele Trainingsleiter so aufgebaut ist, dass man anderen Menschen sagt, wie sie sein sollen, wie sie zu sprechen haben, wie ihre innere Haltung zu sein hat. Und man merkt dann so manchmal, das ist gar nicht deren inneren Haltung oder das entspricht denen gar nicht. Und dann fangen sie an, wie Roboter zu sprechen oder sie sind gar nicht mehr so sie selber. So, und das kommt halt, weil du natürlich den Leuten Technik überstülpst. Und das, was ich versuche in den Trainings, ist,
so ein bisschen formlos, techniklos den Leuten das beizubringen, dass sie sich selber entdecken und dass du in dir dann das Gefühl findest, was passend ist, was du brauchst für eine bessere Führung, für einen besseren Verkauf oder für mehr Lebensqualität in deinem Leben. Ich denke, das ist auch so dieses Ursache-Wirkung-Prinzip. Ne? Wahrscheinlich sind viele Leute einfach konditioniert worden, ja, nach diesen standardisierten Wegen zu suchen und dann natürlich auch später im Erwachsenenalter auch immer nach diesen Abkürzungen oder nach diesen Systemen zu suchen, ne? Und dann entsprechende Angebote natürlich auch anzunehmen. Ja, ich glaube, das kommt daher, dass der Mensch braucht Orientierung. Ja. So, und wenn er selber irgendwann orientierungslos ist, dann sucht er sich Hilfe. Dann geht er immer zu jemand anderem. Ich sage, dann lernt er den Holländer kennen, Herr van Anderen. Ja? Und in dem Moment, wo er im Kontakt mit Herr van Anderen ist, dann macht er immer das, was es irgendwie auch andere sagen. Ich sage nicht, dass das immer so ist, aber manchmal ist es so, dass die Leute dann nicht mehr überprüfen, was ihnen spricht, sondern machen nur das, wo sie glauben, was für sie gut ist und was andere ihnen sagen. Ja. Und das finde ich nicht so gut, ne? Ja, absolut verständlich. Welche Rolle spielt jetzt der Kampfsport in deinem heutigen, auf deiner heutigen Mission, sage ich mal, als Trainer und Coach? Ja, also wir haben ja Körper, Geist und Seele. So. Und den Menschen darfst du ganzheitlich betrachten. Und das Verrückte, eine Zeit lang wurde dieses Wort Ganzheitlichkeit ja in den Mund genommen und das ist so ein bisschen abgelutscht. Ich weiß nicht, wie ich das meine, das wird dann so verwendet. Aber wenn man da mal von weggeht, sondern dass man wirklich wahrhaft betrachtet, dein Geist kann sich nur über deinen Körper ausdrücken. So, dein Körper darfst du aber wahrnehmen, weil dein Körper spricht immer mit dir. Dein Körper ist dein Feedback-Instrument. Und dein Körper sagt dir auch immer ganz genau, was für dich gut ist oder was nicht gut ist. Das heißt, es ist gut, eine gute Körperwahrnehmung selber zu haben, um zu reagieren, um zu agieren. So, jetzt gibt es aber auch die Seele. So, wenn du den meisten Menschen fragst, was ist denn die Seele? Dann driften sie so ein bisschen ab in die Esoterikwelt. Ja, und ich glaube, dass man das heute aber ganz, ganz leicht und gut erklären kann, dass auch jemand, der nicht an Esoterik glaubt, dass er sagt, ich habe ein Verständnis, was er meint. Die Seele ist für mich eigentlich nur dein Herz. Also das ist der hinter dem Gedanken ist. Das ist der zwischen dem Gedanken ist. Das heißt, du orientierst dich in dieser Welt. Du suchst dir bestimmte Muster, du suchst dir auch bestimmte Strategien aus, damit du auf diese Welt klarkommst. Aber du bist ständig am Denken, bist auch ständig am Fühlen. So, und wenn du bestimmte Sachen machst, die dir nicht gut tun und du fühlst das in dir, dann ist das ja nur das, was du selber mit dir machst. Aber wenn du das mal alles wegnimmst, also wenn du deine Gedanken wegnimmst, deine Strategien, deine Strukturen wegnimmst, bist du ja immer noch da. Und jetzt geht es ein bisschen tiefer. Jetzt kommst du in die Qualitäten des Herzens. Das Herz hat die Qualität Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Nächstenliebe, Demut, Wahrhaftigkeit. Und diese Qualitäten des Herzens sind keine Emotionen. Oft sind wir so emotional ausgerichtet, dass wir immer nur gucken, wie kann ich mich besser fühlen? Ja, wie kann ich mehr Spaß haben? Ja, wie kann ich nicht mehr so ängstlich sein? Kann ich das hinbekommen, dass ich nicht mehr so wütend bin? So, Emotion, um den Unterschied zu verstehen, Emotion ist eine ganz andere Energieform wie die Qualitäten des Herzens. Eine Emotion ist immer komprimiert. Das merkst du auch, wenn du wütend bist, dann bist du auf jemanden wütend oder über dich wütend. Das heißt, auf etwas gerichtet oder gegen dich gerichtet. Das Herz ist nicht komprimiert. Das Herz ist immer frei von der Energie. Das kann man auch fühlen. Wenn du fragst, warum bist du wütend, warum bist du traurig, warum bist du sauer oder warum hast du gerade Spaß, dann kannst du mir das immer erklären. Also eine Emotion hat immer eine Geschichte. Das Herz hat aber keine Geschichte. Es ist, wie es ist. Also warum liebst du deine Kinder oder warum liebst du deine Frau oder deinen Mann?
Da gibt es kein Weil. Bei der Emotion gibt es ein Weil. Und da wird das jetzt ganz spannend. Gerade wenn es um Führung geht, gerade wenn es um Verkauf geht, gerade wenn es um Erfolg geht. Bist du in deinen Zielen das, was du willst, bedingungslos und absichtslos? Mhm. Bist du in dem, was du willst, wahrhaft? Oder bist du in Bedingungen verknüpft, weil du bestimmte Emotionen in dir trägst, die du nicht loslassen kannst? Die Emotion an sich, interessiert dich das überhaupt? Also, ja? Brennend, bitte weiter. Ich habe schon einige Fragen aufgeschrieben. Also die Emotion an sich, die ist nicht gut und die ist nicht schlecht. Ja, die ist uns gegeben worden, sag ich mal, von der Natur oder vom Universum oder vom lieben Gott oder wie du das auch nennen willst, ist uns gegeben worden, damit wir uns ausdrücken können in dieser Welt. Weil wenn du nur Geist hast, ja, und du hast deinen Körper in der Bewegung, aber du hast keine Emotion, kannst du die Dinge, die du in dir hast, ja nicht zum Ausdruck bringen. Mhm. Und das ist alles super. Nur wenn du bestimmte Situationen in deinem Leben erfahren hast, wo du nicht loslässt, weil du mal verlassen wurdest, weil du eine Firma verloren hast, weil du vielleicht kein gutes Geschäft gemacht hast, weil du vielleicht bestimmte Dinge öfters erlebt hast, die nicht gut sind. Und du lässt die Erfahrung nicht los. Mhm. Passiert jetzt Folgendes, dass sich etwas in dir dreht. Du benutzt nicht mehr die Emotion, um dich auszudrücken, sondern die Emotion benutzt dich, damit sich die Emotion immer über dich ausdrücken kann. Mhm. Stark. Und dann bist du gefangen, verstehst du? Ja, absolut. Da bist du gar nicht mehr frei. Und wenn die sich über dich ausdrücken kann und du das nicht bewusst fühlst und nicht wahrnimmst, dann bist du nicht mehr bedingungslos und nicht mehr absichtslos und kannst die Qualitäten des Herzens nicht leben. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ja. Vor allen Dingen, was ich daran so spannend finde, und da hoffe ich, dich richtig verstanden zu haben, ist ja im Grunde auch die Richtung, in welche ich die Energie schicke, ne? Ist ja auch im Kampfsport ein wichtiges Thema, ja? Weil ich kann die Energie natürlich ins Außen schicken, ja? An meinen Gegenüber, den ich unbedingt verändern möchte, weil er mir nicht gut tut, ja? Weil ich mir ein anderes Verhalten wünsche, ne? Und dann gebe ich mir große Mühe, das dann in Form von Wünschen und Ich-Botschaften zu kommunizieren und erwarte dann natürlich eine Verhaltensänderung auf der anderen Seite, wenn der andere mich denn irgendwie gern hat oder vielleicht sogar liebt, dass dann diese Erwartungshaltung natürlich besteht und zu sagen, okay, wenn die Liebe dann da ist auf der anderen Seite, dann muss ich ja auch das Verhalten ändern, ja, anstatt die Energie in sich selbst zu richten und sich irgendwie auch so dieser Verantwortung zu stellen, dass nur ich selbst mich auch glücklich machen kann. Auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Ja. Die Kampfkunst, weil du das ja fragtest, oder, ja. Das war halt ein Teil meines Lebens. Ne? Ich habe mit 7, 8 Jahren angefangen und habe dort die ersten Erfahrungen gemacht, was es bedeutet, fokussiert zu sein. Ne? Was es bedeutet, auch wertvoll zu sein. Mhm. Weil ich in einem Dojo war, wo wir uns alle auf einer Ebene begegnet sind. Dort habe ich das erste Mal verstanden, was es bedeutet, in Kontakt zu gehen. Ja. Das merkst du sehr, sehr oft, dass viele Leute verlernt haben, in einen wahrhaften Kontakt zu gehen. Jetzt kommt die Wahrhaftigkeit. Wenn du bei Führungskräften das meistens siehst, gehen sie nicht in den Kontakt mit ihren Mitarbeitern. Ja. Meistens gehen sie nur in den Kontakt mit sich selber und dann gehen sie in den Kontakt, wo sie mit irgendwelchen Emotionen angehaftet sind, was sie nicht loslassen. Ja. Und wollen dann das anderen Leuten überstülpen. Ja. Und das ist nicht witzig. Nee. Ja, wenn du aber in wahrhaften Kontakt gehst, machst du das nicht mehr. Dann lässt du das los, dadurch wird das System frei. Ja, du hast auch in einem Interview mal gesagt, dieses, den Gegenüber wirklich anzunehmen, wie er ist. Das ist ja schon per se eine große Kunst. Ne? Weil ich denke, oftmals, weiß ich nicht, begegnet man vielleicht einem Menschen und hat so seine Schwierigkeiten, die Person so zu nehmen, wie sie ist. Ja, leider ist das so. Und es ist eigentlich sehr, sehr leicht, jemanden komplett anzunehmen, so wie er ist. Also, wo wir Kinder waren, bis zum zweiten Lebensjahr, fiel uns das ganz leicht. Stimmt. Ja, das kommt einfach, weil wir da zwei ganz, ganz starke Fähigkeiten hatten. Mhm. Das war die Offenheit und die Neugier. Ja.
Und leider ist es so, wenn du 2 Jahre alt wirst, das limbische System fertig und dann kommt das erste Mal, dann kommst du das erste Mal in Kontakt von ich bin. Mhm. Also du kriegst das erste Mal eine Identität. Ja. Ja, ich bin gut, wie ich bin. Ich bin nicht gut, wie ich bin. Mhm. Und durch diese ja, Polarität, also dass du diese beiden Seiten kennenlernst, schwanken wir natürlich in bestimmten Kontexten immer zwischen ich bin gut, wie ich bin, ich bin nicht gut, wie ich bin, ich bin gut, wie ich bin, ich bin nicht gut, wie ich bin. Mhm. So, wenn das mehr und mehr wird, das nennt man dann Stress. Mhm. Im Außen ist es gut, wie es ist, es ist nicht gut, wie es ist, es ist gut, wie es ist, es ist nicht gut, wie es ist. Deswegen ist das auch, was ich am Anfang meinte, wenn du dort runterkommen willst, den Tipp, den ich immer geben kann, jemand ist, dass man sagt, es ist, wie es ist. Nicht zu sagen, es ist gut, wie es ist, weil das ist eine Bewertung. Ja. Aber es ist, wie es ist eine vollkommene Annahme der Situation. Ja. Und jetzt reagierst du nicht mehr, sondern du kannst agieren aus deinem Herzen heraus, was vielleicht das Richtige ist. Ja. Sehr schön. Genau das, ja. Proaktiv zu sein und zu sehen, was kann ich selbst tun. Ne? Also mich die Verantwortung nicht abzugeben ins Außen, sondern wirklich zu sagen, hey, und das kann ich tun, damit ich mich gut fühle auch. Ja? Mhm. Mhm. Stark. Das Gefühl entscheidet es. Also es wird immer wieder kommen, ja. Also wenn du nicht das Gefühl hast, gut zu sein oder dass das Unternehmen gut ist, dass die Führungskraft gut ist, dass was in mir ist, dass es im Außen gut ist, gut für mich ist, dann wirst du die Leute nicht in die Kraft kriegen. Das ist immer wieder das Gleiche, was ich erfahre. Man kann noch so viel den Leuten an Techniken beibringen oder bestimmte Modelle erklären. Wenn sie das nicht annehmen und sich damit nicht gut fühlen, wird das keine Wirkung haben. Es wird immer kontraproduktiv sein. Ja. Was auch ein wichtiger Aspekt ist, der da vielleicht auch ein bisschen mit einfließt oder auch großen Einfluss hat, ist so die Schwierigkeit, die mir auch immer wieder auffällt, dieses erfüllte Leben, also im Hier und Jetzt zu sein, zu erkennen, dankbar zu sein, zu erkennen, was eigentlich alles da ist, was mich umgibt, ne, welche Fülle mich umgibt. Und da stellt sich die Frage, wie funktioniert eigentlich Mangel? Mhm. Aus deiner Sicht. Über Vergleiche. Mhm. Mangel entsteht über Vergleiche. In dem Moment, wo du weißt, das ist ja auch ein Filter, ne? Also Vergleiche, also wir haben ja 3 Hauptfilter in uns drin. Das heißt, wir tilgen bestimmte Informationen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir uns in einem bestimmten Moment nur 7 + 2 - 2 Dinge auf einmal merken können. Mhm. Und du sortierst das für dich, was für dich gerade wichtig ist, was gerade für dich gut ist. So, und jetzt fängst du an, in dem Moment auch das zu vergleichen. Ja, also wie die Zuhörer jetzt auch zuhören, wenn sie sagen, oh, das, was die Jungs da sagen, das finde ich super. Nee, da gehe ich vielleicht nicht mit. Ey, das finde ich aber nicht gut. Und jetzt geht aber auch noch diese ganze Vergleichswelt, gehen die ganzen Werte noch mit rein. Das gehört sich nicht, das darf sein, das geht in meine Richtung. Und durch diese ganzen Vergleiche, die man hat, kommt man in eine Unruhe rein. Solange es in deine Richtung geht, deine Werte erfüllt sind, deine Informationen befriedigt werden, so wie es für dich wichtig ist, ist alles gut. Aber sagst du auf einmal etwas anderes, dann wackelt das System, ja. Ist es die Suche nach Bestätigung vielleicht auch, ne? Dass man vielleicht eher bestrebt ist zu sagen, ich höre gern jemanden zu, der mich bestätigt in dem, was ich bin und wie ich bin? Ist ja viel bequemer. Das glaube ich schon. Ja. Ich glaube das schon. Also ich glaube, dass die Sehnsucht bei jedem Menschen drin ist, einfach seine Eigenliebe wiederzufinden. Mhm. Und wenn man nicht da zu sich schaut, dann schaut man auf anderen und guckt auch vielleicht woanders, kann mir jemand das geben, was ich mir wünsche. Mhm. Ja, und das Schlimme ist halt, ich kenne viele Leute auch, wenn ich so Einzelcoaching mache, die schauen nicht zu sich, sondern die schauen dann auf Herrn oder Frau von anderen, ja, was dort passiert. Mhm. Und jetzt fangen sie an, sich zu prostituieren. Mhm. Ja, also die machen das anderen Menschen dann ganz, ganz, ganz lange so recht und immer wieder, weil da eine Sucht dahinter ist, eine Sehnsucht dahinter ist, doch gesehen zu werden, geliebt zu werden. Ja. Nur das können halt andere ja gar nicht machen. Das kannst du ja nur in dir selber finden. Ja.
Und solange das aber nicht da ist, bist du natürlich von dir weg. Und wenn du von dir weg bist, bist du halt nur woanders. Ja? Und wenn du woanders bist, kannst du nicht bei dir sein. Mhm. Also, ja. Absolut. Du hast vorhin auch von Bedingungslosigkeit gesprochen. Ich glaube, eine bedingungslose Liebe, gibt es natürlich Stimmen, die sagen, sowas gibt es überhaupt nicht. Ich glaube, wer Kinder hat, der weiß, dass es das durchaus gibt. Und ich glaube, das ist auch so die besondere Art, zu lieben. Auch. Mhm. Auch hier findet man ja des Öfteren einfach auch so den Hinweis zu sagen, wenn mein Gegenüber anders wäre, dann wäre diese Person einfach auch für mich liebenswerter. Ne? Also auch wieder dieser Veränderungsprozess auf der anderen Seite. Ne? Was macht es so schwer, bedingungslos sein Herz zu öffnen, Dingen oder auch Ideen beispielsweise? Ich kann das ja immer nur von mir aus so sehen, wie ich das sehe. Ne? Ich sage halt, ich bin ja nicht der liebe Gott oder so, ich weiß ja auch nicht alles. Also ich lerne auch immer wieder dazu. Und ich kann nur sprechen, was so meine Erfahrungen sind, was ich so mitgenommen habe in den letzten 17 Jahren. Und ich glaube, nicht bedingungslos zu sein, hat einfach damit zu tun, dass ich nicht im Außen die Dinge so akzeptieren kann, wie sie sind gerade. Mhm. Und wir wollen die Dinge manchmal steuern und kontrollieren. Ja, also Kontrolle über das, was im Außen ist, haben. Nur man kann keine Kontrolle haben. Weil in dem Moment, wo du Kontrolle machst, gehst du immer in eine Überspannung. Es gibt drei Spannungsverhältnisse. Das ist der Grundtonus, das ist die Unterspannung und die Überspannung. Und zu starke Fokussierung, zu starke Kontrolle, zu starkes Ich will, also Überwollen, ich sag mal, ein Überwollen erzeugt immer ein Nichtwollen, macht das System fest und macht es so unheimlich anstrengend. Eine Unterspannung passiert immer dann, wenn du dich abgegeben hast. Ich kann es nicht mehr ändern. Vielleicht können das andere machen. Ich kann das nicht. Oder sie sind apathisch, ja, sind umgefallen, sind in der Ecke mit offenem Mund und können nichts mehr machen. Das sind alles Faktoren, die dich von deiner Kraft wegholen. Der Grundtonus, da sagt man auch Wu-Wai, die Dinge anzunehmen, es ist, wie es ist. Die Dinge zu tun, unabhängig vom Ergebnis. Mhm. Stark, ja. Ja, und das ist das, was die Kinder so stark macht. Mhm. Die Kinder können halt 1, 2, 3, 5 Sprachen lernen. Mhm. Nicht, weil sie sagen, ich muss eine Sprache lernen, also ich mache es abhängig von dem Ergebnis, sondern nein, sie sind frei. Und deswegen haben sie diese Freiheit, dass jeder 5 Sprachen lernen kann, laufen lernen kann, Dinge ohne Anstrengung erreichen. Der Einzige, der immer ins System etwas reinmacht, sind die Eltern. Mhm. Ja, die Eltern sagen halt, mein Kind muss jetzt viel, viel früher laufen lernen oder muss das und das jetzt können. Mhm. Aber das ist für ein Kind überhaupt gar keine Frage. Mhm. Ja. Und wenn man sich wieder ein bisschen zurückerinnert, wir waren alle Kinder, wir hatten alle diese Fähigkeiten. Und die größte Kraft ist der Grundtonus eines Kindes. Mhm. Und stell dir mal vor, du bist in diesem Grundtonus und du kannst diese Fähigkeit wieder erlangen und auf dein Leben projizieren. Das würde sich dann alles verändern. Wahnsinn. Ja. Ja. Das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe. Halt, ne? Ja, ja. Ich erlebe es tatsächlich selbst gerade. Mein Sohn ist 21 Monate. Ne, es fällt genau in diese Zeit rein, wo ich jetzt dann auch miterleben werde, wie er so sein Selbst kennenlernt, ne, und entdeckt. Und ich muss sagen, es ist ein wertvoller Sensei für mich. das sind die größten Avatare, unsere Kinder. Ja. Also, ja, Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, auch hier muss man einfach nur sich bewusst machen, was da gerade stattfindet. Ne? Also, dass man ein Kind nicht so von oben herab, ja, also nicht nur aufgrund der Größe, sondern auch, dass man glaubt, man ist diesem Kind überlegen, sondern man kann tatsächlich viel, viel lernen durch Beobachten, durch ganz bewusstes Wahrnehmen. Ja. Und das auch adaptieren natürlich. Ne? Absolut. Und
Und hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast eine Produktion von Markenkonstrukt. Als Strategiebüro für digitale Markenführung helfen wir Unternehmen in digitalen Change- und Transformationsprozessen weiter. Wir glauben nicht, dass standardisierte Methoden und Vorgehensweisen konkrete Lösungen für vorhandene Probleme sind. Jedes Unternehmen ist aus unserer Sicht ganz individuell für sich zu betrachten, um Engpässe und Herausforderungen zu identifizieren. Mit unserem branchenübergreifenden Know-how setzen unsere Unternehmen dort ein, wo Digitalkompetenzen gebraucht werden. Gern auch als Inkubator für die Entwicklung von Innovationen, um digitale Geschäftsmodelle zu evaluieren und neue Marktpotenziale zu erschließen. Wer von euch also wissen möchte, inwieweit euer Unternehmen oder Projekt fit für eine digitale Zukunft ist, schaut gern auf unserer Website www.markenkonstrukt.de vorbei und nehmt Kontakt mit uns auf. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Lass uns vielleicht über, und jetzt will ich natürlich nicht in die Richtung, gib uns eine Schablone, nach der wir arbeiten können, aber vielleicht hast du so deine Tipps, wie man zum Beispiel Menschen auf eine wertschätzendere Art begegnet oder vielleicht wie man auch so die Möglichkeit vielleicht für sich hat, Kontrolle abzugeben. Gibt es da so aus deinen Seminaren so ein paar Einblicke, wie du das Thema so an die Menschen heranträgst? Da gibt es, das gibt viele Dinge, die wir machen, ne? Also Bewusstsein schaffen ist natürlich schon mal ein ganz, ganz starker Weg, um überhaupt erstmal in die Veränderung zu gehen. Dadurch muss natürlich die Leute erstmal in der Wahrnehmung auch ein bisschen weiten, ne? Aber eine der ersten Übungen, die ich wirklich mit den Leuten mache, ist zu lernen, dass du gut bist, wie du bist. Also auch jemanden anzuschauen und sagen, derjenige ist genau richtig. Ja, weil du bist genau richtig. Deine Verhaltensweisen sind vielleicht nicht immer die richtigen, ja. Aber du als Mensch bist genau richtig. Das ist dieser Seelenanteil. Alles andere sind ja Strategien und Muster und Verhaltensweisen und Fähigkeiten, die du in dir trägst. Aber deine Identität sollte immer sauber sein. Ja. Leider machen da auch Führungskräfte oft Fehler, ne? Dass sie andere auf der Identitätsebene angreifen und nicht auf der Verhaltensebene. Das ist was ganz anderes. Identität tut weh. Du bist halt immer Identität. Das, was du gemacht hast, ist Verhaltensweise. So, und das Verrückte ist, dass man Feedback gelernt hat über eine Sandwich-Methode oder anderen Sachen über die Verhaltensszene. Was aber oft nicht mitgegeben wird, ist Lobe über die Identitätsebene. Ja, ist was ganz anderes, wenn ich sage, wie du dein Kind erziehst, ist super. Wenn ich aber zu dir sage, Mensch Norman, was ich beobachtet habe, du bist echt ein großartiger Vater. Hat eine ganz andere Wirkung. Ja, klar. Ja, aber wenn es Veränderungen sind, die nicht so cool sind auf der Verhaltensebene, das sind so kleine, einfache Geschichten. Ja. Und es gibt so Übungen, wo man sich gegenübersteht, wo man das Gefühl mal hat von Überspannung und Unterspannung. Dieses sich drunter packen, ist genauso schlimm wie sich drüber packen. Ja, also viele verhalten sich immer so unterwürfig oder packen sich drunter oder ich weiß, wie soll ich das erklären, so vom Gefühl her. Und das Schlimme ist, das macht den anderen nur wütender. Und wenn sich einer drüber packt auch, zu lernen, in einem Grundtonus zu sein und sagen, das, was wir gerade haben, das ist, wie es ist und mein Gegenüber ist genau richtig. Das hört sich banal an, aber ich sag dir eins, das macht dich so frei, weil du natürlich nicht so eine Gehirnwichserei hast, ja? Ja, absolut. Weil du nicht so, dass du am Rumrubbeln bist am Kopf, immer am Denken bist, sondern du bist einfach mal mehr in der Stille, kannst viel mehr wahrnehmen und kannst viel besser reagieren und agieren, was das im Außen ist und was mit dir ist. Und dann kann man auch Leute viel, viel leichter führen. Ich sage auch immer, Führungskraft, also Führungskräftetraining ist für mich immer eigentlich gar nicht das richtige Wort. Ne? Das geht ja eigentlich nicht um Führen. Es geht einfach darum, dass du den Menschen den Zustand gibst,
dass sie Lust haben, sich in diesem Unternehmen mit dir zusammen so zu verhalten, dass sie, dass alle ein gutes Gefühl haben und dass man das beste Ergebnis für das Unternehmen erreicht und für das Team. Ja, ich glaube auch, das impliziert so ein bisschen das Thema Führung, ne, sich über eine Gruppe von Menschen zu stellen und zu sagen, so, ich sage euch, wo es lang geht. Ja, absolut. Bisschen Überspannung, bisschen mehr Kontrolle drin. Ja, alle Kontrollsysteme können nicht funktionieren. Ja. Und das ist das, was ich sage, ist auch, das ist das, was ich meine, wenn ich mit den Leuten rede, die merken auch, dass ich dann nicht esoterisch angehaucht bin, ja, sondern dass ich einfach nur den Leuten erkläre, wie Energiesysteme funktionieren. Absolut, ja, absolut. Ja. Und wir sehen es ja auch immer wieder, dass gerade solche Kontrollsysteme kollabieren. Ja? Also ist also letztendlich nur eine Frage der Zeit, bis sich das Ganze wirklich aufgeschaukelt hat und dann zusammen. Absolut. Ja. Absolut. Also auch wenn einer es über längere Zeit macht, aber Fakt ist eins, wenn er das macht, dann passiert irgendwas mit dem Körper. Ja. Ja, genau. Oder im Unternehmen. Das ist einfach systemisch ganz normal, ja. Ja. Vielleicht nochmal ein kleiner Ausflug auf die Körperebene, der ja bei dir auch in deinen Seminaren auf gewisse Weise beansprucht wird. Ihr seid dort mit einem Holzschwert unterwegs und du mit deiner Mannschaft in den Seminaren. Das heißt, wirklich Körpereinsatz ist gefordert. Wie wichtig ist der Körper im Zusammenspiel Körper, Seele, Geist? Naja, das ist absolut wichtig, weil der Körper... Wie soll ich das sagen? Das ist wie die Erde, ja. Mhm. Ich glaube, die Erde besteht zu 70% aus Wasser. Mhm. Ja, oder 80%. Ich glaube, der menschliche Körper auch. Mhm. Ja. Wir haben so viele Ähnlichkeiten wie die Erde. Und unser Erdkern ist ja auch das Herz der Erde. Weil wenn der nicht mehr ist, dann funktioniert das hier alles nicht mehr. Und wir haben so viele Möglichkeiten, von dieser Erde zu schöpfen, zu genießen, zu erleben. Und so ist das Gleiche. Du kannst so viel genießen und schöpfen von deinem Körper. Mhm. Vitalität, Gesundheit, Ausleben von Sexualität, Freude. Übrigens, Freude hat eine ähnliche Qualität wie Liebe. Ich sag mal, Liebe und Freude ist ein Pärchen. Mhm. Ja. Mhm. Den Körper einfach so zu spüren und zu merken, was man mit sich macht. Und mit dem Schwert, das ist ein Seminar, was ich mache, das heißt 360 Grad, du wecke den Krieger in dir. Mhm. Da geht es halt 6 Tage darum, dass das Schwert dich natürlich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise lehrt. Aber es geht nicht um Krieg und es geht nicht um Töten. Es geht nämlich darum, dass man keinen inneren Krieg mehr führt. Mhm. Und das ist einer der besondersten Seminare, die es gibt. Ja, also es gibt... neben dem Seminar noch ein wahnsinnig tolles Seminar, was ich mit 3 tollen Freunden mache, mit Karl, LFTS und Hannes, Warriors for All heißt das, wo wir genau für Manager so eine Trainings machen, die auf einer ganz anderen Ebene abgehen. Und dann mache ich dann auch den Neuroresonanz-Practitioner, dort lernst du halt Coaching-Kompetenzen zu verstehen, dich besser zu verstehen, wie du Leben machst und wie du es besser machst und wie du es auf andere übertragen kannst. Mhm. Aber alle Seminare, die du anguckst, oder der Heartseller, ne? Also Herzseller, ne? Mhm. Der Heartseller, es geht immer um das Gefühl. Also wie bekomme ich das hin, dass der Mensch das gute Gefühl in sich hat, seine Person auf die Straße zu bringen, dass er Lebensfreude hat. Mhm. Und dass er ins Vertrauen kommt. Er kriegt zusätzlich bei mir auch ein paar Techniken, die sind manchmal gut, um Orientierung zu geben. Aber das, was der Weg dann ist, die wieder zu vergessen. Ja. Ne, nicht damit zu leben, ne, also das loszulassen. Ne? Mhm. Ja, so ist das. Sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, und die Zuhörer hier sind alle kreativ, lassen sich halt viele Analogien zum Thema Marke schaffen, ob man jetzt Marke als Mensch verstehen möchte oder Marke als Unternehmen verstehen möchte, glaube ich schon auch, dass so jetzt, wenn man Marke als Unternehmen versteht, auch ein Unternehmen, eine Unternehmenskultur, eine Seele hat, aber auch einen Körper hat. Mhm. Ja. Und ich glaube, man kann das wunderbar projizieren und sich einfach auch mal die Frage stellen, ist dieser Mikrokosmos, der mich umgibt in meiner Firma oder in mir selbst einfach auch, also tut er mir gut, fühle ich mich da wohl. Ja. Also, ja. Das ist ein sehr spannender Ausflug.
Das ist auch, glaube ich, unheimlich wichtig, das gleich zu betrachten, ne? Also dein Unternehmen anzuschauen, ne? Also welche Qualitäten des Herzens lebt ihr, ne? Welche Emotionen möchtet ihr haben, um euch auszudrücken? Ja? Welche Verhaltensweisen wollt ihr haben? Was wollt ihr glauben? Und eine Unternehmenskultur auch zu schaffen, wo man einen Raum schafft und eine Energie, wo aber auch die Leute trotzdem eine Orientierung brauchen. Und es wichtig ist, dass auch die Mitarbeiter ein Commitment zum Chef machen. Ja, der Chef ein Commitment zu den Mitarbeitern schaffen, dadurch eine Kultur entstehen lassen. Und das ist leider in vielen, vielen Unternehmen noch nicht so geschaffen. Deswegen haben auch viele Unternehmen Probleme übrigens. Weil es Leute gibt, die sind 20 Jahre dabei, einige sind 10 Jahre dabei, einige sind 3 Jahre dabei, einer hat frisch angefangen und dann haben sie im Unternehmen so unterschiedliche Einstellungen, der 20 Jahre dabei ist, der sagt, ach, das ist schon so 20 Jahre, so, warum soll ich mich hier ändern? Ja, der andere sagt, ich möchte gerne was ändern, aber man hat irgendwie keine Gemeinsamkeit mehr, man hat kein Commitment mehr. Ja, und dann macht das Ganze schwierig, ja. Und das ist wirklich wichtig, dort einen Raum zu schaffen, dass alle sich orientieren können. Und der Chef muss da halt vorgehen, er ist der Leader, ja. Ja, was ich zum Beispiel auch in meinen Beratungen oder auch in meinen Coachings feststelle, ist, man setzt sich am Anfang irgendwie mal hin und überlegt sich, hey, woran glauben wir? Was sind unsere Werte? Was ist so der Markenkern? Ja? Was ist so die Identität, unsere Glaubenssätze und so weiter? Und dann ist dieser Prozess, dieser Schaffensprozess irgendwann durch. Ja? Dann wird das Ganze früher zumindest noch in irgendwelche Manuals gegossen und verewigt, archiviert, konserviert. Ja? Und dann wird das aber nicht mehr gelebt. Ja? Und ich glaube, zu verstehen, dass all das, was du uns jetzt gesagt hast heute, ein kontinuierlicher Prozess ist, der immer wieder stattfinden muss, ja? Der Teil der Unternehmenskultur sein muss, mit genau diesen Fragestellungen. Nur dann schaffe ich es, mich natürlich auch weiterzuentwickeln. Und gerade auch, wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, die mitzunehmen und im Grunde diese Weiterentwicklung durch neue Wertevorstellungen, ne, sich auch entwickeln lassen zu dürfen. Super spannend. Dennis, ich habe noch ein paar Fragen, die ich Gerne. einfach beginne und du vervollständigst einfach den Satz. Sind gar Oh keine ja. Fragen, sind Sätze. Und zwar fangen wir einfach mal damit an. Meine Mission ist. Menschen wieder in den Kontakt zu bringen. Schön. Also mit dem wahrhaften Kontakt. Als Mensch bin ich Verletzlich, stark, irgendwie auch alles und alles darf auch sein. Jetzt ein Satz, den ich besonders mag. Ein Talent von mir, von dem bisher keiner weiß, ist. Ein Telefon, von dem noch keiner weiß. Eine bestimmte eigene Art und Weise, Menschen zu berühren und in die Kraft zu bringen. Schön. Körper und Geist halte ich fit mit. Ich mache immer noch so ein bisschen am CrossFit, ich mache immer noch so ein bisschen am Boxsack, kämpfe ich da noch ein bisschen für mich, also trainiere mich, aber ich gehe seit neuestem unheimlich leidenschaftlich zum CrossFit. Das ist anstrengend. Ja, super, Stark. ja. Und Meditation, also regelmäßig meditieren. Wirklich täglich oder? Nein, täglich nicht. Aber ich sag mal schon ein paar Mal die Woche, ja. Und wir machen das auch immer im Training, also Ja, ja. ist wirklich auch eine gute, ein guter Tipp. Wenn die Leute an mich denken, ist das eine Wort, wofür ich selbst als Marke bekannt sein will oder schon bin? Dass ich die Leute so lasse, wie sie sind. Und wenn sie zu mir kommen, dass sie wirklich ihre Kraft finden und ihren Weg gehen können. Also ganz unabhängig und frei. Was wäre dieses eine Wort, was dich als Marke ausmacht oder
für das du als Marke bekannt sein wollen würdest oder schon bist? Ich glaube, Veränderung über das Herz. Okay, das nehmen wir einfach als ein Wort. ich kann das gar nicht so sagen, weil Norman, es ist so, ich habe so viele tolle Jungtrainer, die mittlerweile zu mir kommen oder auch andere Trainer, die lange am Markt sind, die zu mir kommen und ich bin eigentlich gar nicht so stark positioniert. Das, was mich so stark macht, ist, dass ich so viele Dinge kann im Trainingsbereich. Ob das Führung ist, ob es Verkauf ist, ob es Persönlichkeitsentwicklung ist. Ich habe so viele Dinge gemacht und kann mich wirklich unabhängig und flexibel und frei auf jemanden zubewegen und ihm das geben, was er braucht. Und dann kann ich auch loslassen, dass er seinen Weg geht und seine Kraft kommt. Ja. Und übrigens genau das finde ich so wertvoll. Und ich glaube, das wird auch immer mehr kommen, dass es gar nicht so darum geht, zu sagen, ich bewege ausschließlich die Massen da draußen, sondern es geht dir auch ein Stück weit um die Individualität des Menschen, der vor dir sitzt, ne, und auf den du eingehen möchtest. Ja. Und dafür hast du ja den Werkzeugkoffer voll Möglichkeiten, die dem entsprechenden Menschen helfen können. Ja. Ja, schön. Der wichtigste Moment oder Rat, der einen besonders nachhaltigen Einfluss auf mein heutiges Leben oder auf mein Business hatte, war? Lebe deine Träume. Okay. Also, also definitiv, wenn ich mich nicht daran erinnert hätte, was wirklich mein Traum war, was ich wirklich wollte, dann wäre ich da heute nicht gelandet. Und damals mit Ende 20, wo ich dann diese Entscheidung getroffen habe, einen anderen Weg zu gehen und mich daran zu erinnern, was mir Freude macht. Übrigens, was ich auch immer den Leuten sage, wenn ich das noch sagen darf, ja, es ist immer so, du musst eine Vision haben, ja. Und dann haben die Leute so einen unheimlichen Druck, weil sie keine Vision haben. Und dann fangen sie an, von anderen Visionen aufzubauen oder unwahrhafte Visionen aufzubauen. Und das macht denen so unheimlich Druck. Visionen entstehen meiner Meinung nach über Freude. Ich glaube nicht, dass die großen Leute aus dem Bett ausgestiegen sind und sagen, ich habe eine Vision, I have a dream. Ja, sondern ich glaube, die haben eine Idee gehabt, das ist was anderes. Und dann haben sie in dieser Idee eine Freude entdeckt. Und aus dieser Freude heraus, weil es eine freie Energie ist, ist die Vision entstanden. Deswegen auch immer an all die, die das Große schaffen wollen, finde das, was dir Freude macht. Und dann wird die Vision von alleine kommen. Ja. Die Dinge passieren von alleine. Also man muss manchmal gar nicht viel tun. Ja. Das ist wirklich so. Wenn du ein Samenkorn in die Erde packst und daraus soll ein Baum wachsen, dann wird er wachsen. Da musst du nichts tun. Das Einzige, was du machen musst, muss es pflegen. Aber er wird alleine wachsen. Und du musst auch nicht sagen, in welche Richtung er wächst. Er wächst genauso schön, wie er es für sich braucht. Ja. Ja, stark. Ja, absolut. Ja. Schön. Es ist aber so verrückt, dass so viele Leute das oft nicht so loslassen können. Ja? Immer dieses Loslassen, Vertrauen haben. Ja. Und einfach in sich. Ja, das ist, man träumt, als Ergebnis nach außen bringen und das machen. Und das war das, was mich wirklich aus allem rausgeholt hat, was mich heute, glaube ich, am Markt auch so unheimlich stark gemacht hat und dass es mir heute wieder so gut geht. Ja, ich meine, das hat auch ganz viel so mit einem selbst zu tun. Ne? Genau das, was du gerade sagst, die Vision hat ja nichts mit dir selbst zu tun, sondern ergibt sich, ja? Während die Begeisterung und die Freude an etwas, nämlich das zu tun, was man wirklich liebt und was einen wirklich von innen heraus motiviert, das ist letztendlich das, was zählt und was dich aus dem Bett morgens springen lässt. Ne? Ja. Bin ich völlig deiner Meinung. Schön. Das Wertvollste, was man von mir lernen kann, ist? Das Leben anzunehmen, so wie es ist. Und auch was zu tun, ne? Also was dann zu machen. Ja, ich glaube, das ins Handeln kommen ist wichtig. Ins Handeln kommen, ja. Absolut. Ja. Jetzt kann man sagen, ins Handeln zu kommen. Das ist, glaube ich, das, was man von mir wirklich lernen kann. Ja. Das Buch, welches für mich einen größten Mehrwert hatte, lautet? Oh Gott. Wie ich das jetzt sage, ne? Dann lachen die Zuschauer zu. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt musst du es auch sagen. Comics.
Ehrlich, ich auch. Ich liebe Comics, ich liebe Superhelden-Comics und alles, was da drum ist. Und sehr cool. Ich find die einfach, da ist alles drin. Ne? Da sind Helden drin, da sind Werte drin, da sind Ziele drin, ich finde das super. Ich lese die, ich bin 7 Jahre alt, fühle mich frei, bin total entspannt. Gibt es einen Lieblingscomic? Nee. Gibt's nicht. Nee, kann ich nicht sagen. Also es gibt so, ich sammle die Dinger ja, ne? Also also Batman und so, und Superman und alles, was es so gibt. Nee, da habe ich schon einige gute. So. Ja. Was ist denn das Älteste, was du hast? Weißt du das? Ich glaube, aus den 70ern oder so, aus den 60ern. Ich glaube, ich weiß, es ist ein Superman oder es ist X-Men. Bin mir gar nicht sicher. Aber es gibt schöne Bücher. Also es gibt Eckhart Tolle, Jetzt ist ein tolles Buch. Ja, Gespräch mit Gott ist ein tolles Buch. Ja. Das sind so eigentlich die Klischeebücher, ne? Keine Bilder drin, ne? Nee, keine Bilder. Also ich habe jetzt letzter Zeit echt aufgehört, mir ständig Bücher zu holen, weil es sind noch ein Modell drin und noch ein Modell drin. Alle reden sie eigentlich von den gleichen. Und es ist auch so, gute Lehrer zu finden, ist mittlerweile auch nicht mehr so einfach. Mhm. Aber die kommen schon, immer sage ich, wenn der Zeitpunkt da ist. Ne? Mhm. Und dann kommt bestimmt auch mal wieder ein gutes Buch. Also ich glaube, geh in eine Buchhandlung und nimm ein Buch in die Hand. Und irgendwie wird dein inneres Gefühl sein, das ist genau richtig für dich. Und dann wird das genau richtig sein. Mhm. Der innere Lehrer eigentlich, ne? Ja, auf den man auch mal hören darf. Ja, ich habe so viele Bücher gelesen, also von Psychobücher, Zielebücher, also was es so alles gibt. Also eine tolle Empfehlung. Die nehmen wir auf jeden Fall in die Shownotes mit. Comics. Comics, Jungs. Die sowieso. Ja. Okay, für den Markenrebell-Podcast möchte ich folgende 3 Interviewgäste empfehlen. Wen müssen wir hier in die Show einladen? Also ich würde einen ganz jungen Mann einladen, sogar 2 junge Männer. Also es ist einmal der Lauri Kult, der ist 23 Jahre alt, ist bei mir Lehrtrainer mittlerweile im Bereich Hard-Selling, also Herz, ja. Mhm. Ein wahnsinniger Typ, ist 1,90, hat eine tiefe Stimme wie Anthony Robbins, hat eine ganz, ganz eigene Art und Weise des Lehrens. Bin sehr stolz auf den. Und von dem wird man noch viel, viel hören. Mhm. Ich würde den mal einladen, gerade auch für die jungen Unternehmer, was so jemand so bewegt und welche Einstellung er hat. Also klasse Typ. Mhm. Dann würde ich den Benjamin Dasch einladen. Ist auch ein junger Trainer, ist aber auch Unternehmer, hat, ich glaube, 40 Mitarbeiter, hat 7 Fitnessstudios, ist 27 Jahre alt, hat den erfolgreichsten Bodysuit-Laden, oder alle Läden, das ist der erfolgreichste Bodysuit-Laden von ganz Deutschland, es gibt über 250 Stück. Mhm. Die Mitarbeiter lieben ihn, der hat eine ganz spezielle Art und Weise, Menschen zu führen. Alle anderen, die Läden haben, haben immer Stress, Benny nicht. Den würde ich auf jeden Fall einladen, dann kannst du viel, viel lernen. Übrigens, was ich wirklich glaube, wir werden nicht alt, weil wir alt werden, sondern wir werden alt, weil wir nicht mehr auf die jungen Menschen schauen. Ja. Und auf die jungen Ideen und auf die junge Energie schauen. Ja. Die beiden würde ich empfehlen. Und dann würde ich empfehlen Eleftherios Poussanidis. Eleftherios ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ist ein KI-Meister, macht Körperintelligenzübungen, die wir auch immer machen. Das sind Übungen im Qi, die dein Qi oder dein Prana aktivieren von deiner Lebensenergie. Wenn du diese Übung machst, dann hast du vielleicht auch ein Video von mir gesehen, energievolle Aufmerksamkeit, kommst du sofort ins Fühlen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel Seminare mache, du kommst sofort ins Fühlen. Ja, und das macht Knack und dann verstehst du das. Das ist der Riesenunterschied sein. Und Eleftherios ist ein ganz lieber Freund, der mich immer wieder berührt, mich immer wieder in Kontakt bringt, sie mir zeigt, was noch alles geht. Ganz spannender Mensch, ja. Schön. Also, ja, das sind so Leute, die ich einladen würde. Mhm. Viele Leute kennen die am Markt nicht. Das ist cool. Die man am Markt,
Ja, aber manchmal sind es die man mag, kennt, ja, dann kennt man vielleicht fast alle. Die sind besonders. Ja, das ist Die gut. sind besonders. Ja, wir wollen ja lernen, ja. Also wir wollen ja wirklich von den Hidden Champions lernen. Also, Elisteo ist auf jeden Fall einer, wirst du sehr gerne haben, wirst du echt wirklich mögen. Ganz toller Mensch. Schön. Sprechen wir auf jeden Fall an. Dennis, mein letzter Satz, den ich gern mit dir und von dir vervollständigen lassen wollen würde, merkwürdiger Satz, fast kein Deutsch. Und zwar lautet der: Mein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist. Dich anzunehmen, voll und ganz. Schön. Und dass du gut bist, wie du bist. Und zwar genau richtig. Das lassen wir genauso stehen und ich sage einen ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier bei uns warst und dein Wissen mit uns geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wirklich, also ich fand es ein wirklich super wertvolles Gespräch und hoffe, dass sich das einfach nochmal ergibt. Du, ich danke dir auch. Hat mir auch ganz viel Freude gemacht. Dankeschön. Danke dir. Bis dann, Dennis. Bis bald. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.